So, da sind wir wieder. Was ist die Frau vom Baron da? Ich bin schick, mein Prügel dick. Die Damen betteln um nen Fick. Alter, was geht denn bei ihm ab? Du hast Augen wie eine Katze. Fängst du auch Mäuse? Wir laufen mal durch Wien durch, mal gucken. Was ist hier? Da ein Blech gefunden, ja. Ich könnte einen Rachenputzer vertragen. Ja, ein Pfeffi hätte auch Bock drauf. Auf jeden Fall. Drachenputzer, ein Pfeffi. Ah. Gang ist zerstört. War bestimmt mal früher der Haupteingang hier. Könnte ich mir so vorstellen. Dieser verfickte Kater. Ja, dann trink halt nicht so viel, dann hast du auch keinen. So, dann schlagen wir mal kurz die Map auf. Ich will mal kurz gucken, was haben wir denn hier an Missionen? Auftrag, Kreischling. Level 8, den könnte man kriegen. Besiege den Baron und nimm seine einzigartige Karte ab. Okay. Rennen Krähenfels. Da gibt es ein Rennen. Was ist hier? Besiege. Sprich mir den Jäger. Hier müssen wir. Ja, das Rennen, ich weiß nicht. Baron besiegen, ja, der ist übel stark. Besiege im Fischfresser. Ist er doch hier unten im Wählen noch irgendwo ein anderer? Jagd. Sprich mit den Ältesten von Ehrendorf über den Hexerauftrag. Okay. Wir haben wahrscheinlich alle hier Probleme. Halt. Grüß dich. Ja? Ich hörte, ihr habt ein Problem. Ein Monster namens Kreischling? Ja, das ist hier unterwegs. Holt sich Kühe und Ziegen. Verschmäht aber auch Menschen nicht, wenn es ihnen begegnet. Borsoi, Jäger unter dem alten Herrn, wollte es erliegen. Schluss mit lustig, hat er gesagt. Er würde dem Vieh den Garaus machen. Er nahm ein Beil und legte sich hinter dem Graben am Rand der Felder auf die Lauer. Da fanden wir ihn. Seine Gedärme wie Spinnweben über eine Baumkrone drapiert. Hat einen halben Tag gedauert, alles einzusammeln, um's zu beerdigen. Ich weiß, die Zeiten sind hart, aber ihr müsstet schon ein bisschen was drauflegen. Auf jeden Fall ein stolzer Preis. Wir wollen mal gucken. Warte mal hier. Das hier kann ich wohl drauflegen. Du willst dir deinen Hals für uns riskieren. Wird auch Zeit, dass ein Profi sich den Kreischling anschaut. Könnte hier jemand noch mehr über das Biest wissen? Orsois Sohn Simko vielleicht.
Er hat das mit eigenen Augen gesehen. Aber könnte schwierig sein, sich mit ihm zu unterhalten. Ich glaube, er trauert noch. Verstehe. Wo finde ich ihn? Irgendwo in meinem Anwesen. Ich habe ihn aufgenommen, als er seinen Vater verloren hat. Die Mutter ist schon lange tot. Okay. Können wir reden? Lass mich. Beruhige dich. Ich will nur... Geh, sag ich. Ich will deinen Vater rächen. Aber dazu muss ich wissen, was ihn getötet hat. Der Kreischling war's. Weißt du das nicht? Der Name sagt mir nicht viel. Beschreib mir das Biest. Sag mir, wie es aussieht. Wie ein Gockel, aber riesig und mit Eidechsenschwanz. Ich hab gehört, wie unser Hund im Wald gebellt hat. Ich bin hingelaufen, um nachzusehen. Und da war Papa in den Büschen mit einem Loch im Bauch. Und er stöhnte und schrie. Ich wollte helfen, aber wie? Ruhig. Ruhig. Pass auf dich auf. Halt! Zum Zweikampf! Ich fordere dich heraus. Sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern. Halt, sag ich! Ich bin Ronwied vom Sümpfle, gebunden durch einen heiligen Eid. Oh, das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen, der schönsten aller mir bekannten Jungfern, indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Nun aber spornstreichs gezogen. Nach dir kommen noch 99 weitere. Warum forderst du mich heraus? Ich kann mich nicht erinnern, die Jungfer Heidelbeer beleidigt zu haben. Nun also, dann schwöre, dass die Jungfer Heidelbeer die schönste von allen ist. Ich hab sie doch noch nie gesehen. Aha! Diese Verachtung kann nur mit deinem Blut abgewaschen werden, Unhold. Auf zum Zweikampf! Ja, ernsthaft jetzt! Ja. Schon gut. Ich ergebe mich. Sieht nach Regen aus. Reicht's jetzt? Ja, das Glück war dir treu. Aber nächstes Mal... Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand, zieh das Schwert, sieh mich schief an und ich töte dich. Bist du da so sicher? Ja. Abwarten. Ein Typ, ey. Soll noch zu Song gehen oder so. Ach so, ich hab jetzt oben gar nicht aufgefüllt, gell? Scheiße.
Da reiten wir noch mal schnell zurück nach Grinfels. Das habe ich jetzt voll vergessen. Und dann machen wir uns. Aber der war Stufe 9, gell? Also. Also das Wetter lässt hier wirklich sehr zu wünschen übrig in Wien, also. Was soll ich noch machen? Genau. Was zum? Die Tränke auffüllen. Den Pock rein, das rein, das rein. Auf geht's. Oh, ich muss kurz niesen. Entschuldigung. Ah, wenn ich Shift-Taste gedrückt habe. Dann bringt das ja nichts, das Mikro versuchen auszumachen. Ja, scheiße. So, dann wollen wir uns mal den Kreischling anschauen. Mal gucken, was das für einer ist. Diese Hundspetersilie und das findest du hier, ja. Langsam, langsam. Die Schnauze ist blutig. Es hat nicht kampflos aufgegeben. Die Spur wird unregelmäßig. Das Monster ist ins Stolpern gekommen. Vermutlich ist es verwundet. Was sind das für... Blut. Monsterblut. Die Spuren führen zur Höhle. Eine Gorgo. Das Geräusch kommt von da oben. Eine Bombe sollte es aufscheuchen. Eine Bombe?
Verdammt, ist es nicht hier. Es muss durch einen anderen Ausgang geflüchtet sein. Ich muss es aufspüren, bevor es entwischt. Da ist es. Diesmal wird es nicht entkommen. Na komm! Au! Schon wieder vergiftet. Ja, komm, jetzt füll aber mal auf. Alter. Muss noch ein bisschen noch abrollen, weil ich will meine Gesundheit auffüllen. Wo ist er? Da drüben. Ah, nicht schon wieder. Alter. Naja. Komm schon. Ah, genau. Das ist ein Scheißecker. Ah.
Alter! Ja, das war's jetzt so. Ah, die Vergiftung hat mich getötet. Ah, sah am Anfang echt gut aus, aber dann... Vielleicht ein bisschen mehr mit den Quentzeichen arbeiten. Es hat sich in der Höhle versteckt und wird nicht rauskommen. Eine Bombe sollte es aufscheuchen. Verdammt, es ist nicht hier. Es muss durch einen anderen Ausgang geflüchtet sein. Ich muss es aufspüren, da ist es entwischt. Diesmal wird es nicht entkommen. Was würde ich denn jetzt machen? Das sieht jetzt viel besser aus mit dem Kennzeichen. Na komm! What's up? Ah, ich muss da wahrscheinlich doch ein bisschen mehr mit meinen Zeichen arbeiten. Habe ich noch nie so gemacht, also mit den Zeichen so. Deswegen habe ich auch nicht gewusst, dass das Quenchschild alle negativen Buffs entfernt. Also von daher, ja, müsste man vielleicht mal ein bisschen mehr mit den Zeichen arbeiten. Also schön, wer will noch teilnehmen? Also war das Rennen, oder? Ja.
Ah, oh, ist das mal ein scheiß Wetter hier im Wählen, Alter. Dich. Ja? Der Kreischling macht euch keinen Ärger mehr. Danke, Meister Hexer. Deine Belohnung. Viel ist es nicht. Aber wie sagt man? Wer den Pfennig nicht ehrt... Danke. Wenn ihr wieder mal Probleme habt, denkt an mich. Sich zu holen. Warum müsste ich jetzt auf jeden Fall, wenn ich... Das ist auf jeden Fall besser als die Rüstung. Ja, 15 und die hat... Die haben 15. Da könnte ja auch noch eine Rune drauf. Ah, das Öl ist leer. Naja gut, wir hatten ja jetzt auch noch nicht. Ja, Becken haben wir noch nicht. Ja, das A-Zeichen ist aber nur dafür da, wenn die fliegen, dass du die aus vom Himmel runterholst. Das Quent-Zeichen hat mir da schon ein bisschen mehr geholfen. Gerade wenn die einen vergiften. Danke für alles. Dann hätte ich jetzt vielleicht auf das Geld verzichten sollen? Aber ich weiß nicht. Alter, man kommt sowieso, aber ich kann jetzt nicht den ganzen Leuten zum Schluss die Wahl lassen. Ja, ich töte das Monster und nehme dann kein Gold dafür. Also, nee. Geh nicht ein, Arbeit muss bezahlt werden. Dieser verfluchte Drecksregen. Wollen wir in die Pfütze springen? Und du klaust wirklich deine Kinder als Preis für deine Hilfe? So, welchen Auftrag nehmen wir jetzt als nächstes? Ja, wie schon gesagt, also ich werde den Leuten bestimmt nicht das Geld schenken. Arbeit muss bezahlt werden und so ist es nun mal. Das ist halt meine Meinung. Aber ich will mal... Ich will jetzt mal DBS Silberschwert 321. Will ich mal gucken. Normalerweise sind das ja aktive Perks. Perk. Ja. 321. Jetzt mal.
auf. Ah, 313. Also bringt mir die Katzenschulen Fertigkeit auf jeden Fall, wenn ich vielleicht rüste. Und natürlich auch eine bessere Rüstung. 31. 78. Ne? Ja, hat aber jetzt, weil die Giftresistenz hat aber jetzt nicht viel genützt. Okay. Dann bis zur nächsten Folge. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.